Hi Leute, Seth und ich sind heute auf dem Land unterwegs. Seths Großeltern feiern heute ihren 50. Hochzeitstag. Tja, da haben wir uns schick gemacht und jetzt gehen wir was essen. Das ist der Plan. So sieht's aus diese Woche. Unseren kleinen Fred haben wir zu Hause gelassen, denn wir sind heute Abend ja wieder zu Hause. Der schläft. Und der schläft sowieso tagsüber. Was sollen wir mit dem hier? Und nachts buddelt er sich durch seinen ganzen Käfig. Und das ist krass. Und ja. Buddelt sich bis an den Boden durch und verkrümmelt sich dann irgendwo. Ja, Seth hat ihm gestern sogar schon was aus der Hand gefüttert. Ja, so ein bisschen hat es geklappt. Ich will ein bisschen Vertrauen aufbauen, ganz langsam. Ja, Seth ist sehr geduldig, das macht er sehr gut. Ich glaube, ich werde euch heute nicht wirklich viel zeigen können, denn Familienveranstaltungen sind immer so eine private Sache, ihr kennt das bestimmt. Hey Leute, wir sind gerade noch mal kurz spazieren. Ist ganz schön, hier ist die Elbe gleich rechts von mir. Der Wind weht ein bisschen, ja. Wind weht, die Sonne scheint. Das ist eigentlich ganz schön noch mal draußen. Die Grillen zirpen, es ist richtig schön auf dem Land. War eine schöne Abwechslung zum Stadtleben. Guck mal, hier sind lauter Seerosen. Das ist übelst schön, ja. Voll die Picknick-Atmosphäre hier. Ja, unter diesem riesigen Baum und dieser riesigen Eiche. Wow, das hat es schon hier fast rausgehoben. Guck mal, da drunter ist sogar Platz. Krass. Hallo Leute, guten Morgen. Es ist Sonntag. Sorry, dass ich gestern Abend nichts mehr gefilmt habe. Es war wirklich sehr langweilig. Wir sind nur noch nach Hause gefahren, waren einkaufen. Und das habe ich euch ja schon tausendmal gezeigt, wie wir einkaufen, wo wir einkaufen, was wir einkaufen. Tja, da haben wir uns eigentlich nur noch Abendbrot gemacht. Ich hatte einen kleinen Salat und Seth hatte, ich weiß nicht mehr, was Seth hatte. Wahrscheinlich Brot, Nudeln. Nudeln, er hatte Nudeln mit Tomatensauce und Knoblauch. Und da haben wir Kiki geguckt, Kikis kleiner Lieferservice. Seth hat mir Kikis kleiner Lieferservice gekauft und The Wonder Boys. Diese zwei wunderschönen Filme und das sind zwei meiner allerliebsten Filme überhaupt. Lieblingsanime. Lieblingskomödie, Tragikomödie. Fred geht's übrigens ganz gut soweit. Ich glaube, er hat sich schon besser an uns gewöhnt. Er kommt immer abends raus, so gegen 9, wenn wir hier sitzen und Fernsehen gucken. In seinem Laufrad läuft er meistens nicht zu dieser Zeit, sondern das macht er dann meistens eher nachts, wenn wir schon schlafen. Wenn man dann nämlich abends so gegen 23 Uhr oder so nochmal reinkommt und das Licht anmacht, dann sitzt er da meistens drin und das Laufrad schwingt gerade noch so ein bisschen. Er weiß man. Er war da gerade und ist gerade rumgelaufen. Ich will jetzt eigentlich Folgendes machen. Ich habe übrigens heute ein Justin Bieber T-Shirt an. Was haltet ihr davon? Hübsch, ne? Das hier ist mein Outfit heute. Justin und meine Lounge-Hosen. Und das T-Shirt ist so leicht hochgekrempelt und auch so leicht kaputt schon am Kragen. Aber das soll so. Das soll so. Ich werde jetzt ein bisschen diese Jeans hier zerschneiden. Das ist meine Calvin Klein Jeans, die ich den letzten Winter eigentlich nur anhatte. Die ist erstens ein bisschen zu lang. Zweitens ist sie sowieso schon ein bisschen kaputt. Hier zwischen den Beinen. Da ist es letztens erst passiert, dass da so ein krasser Riss reingekommen ist. Wahrscheinlich vom Fahrradfahren, von meinem Sattel oder sonst was. Vielleicht auch vom vielen Rumsitzen. Oh mein Gott, der Arsch ist schon übelst abgetragen. Jedenfalls, da diese Hose eh demnächst in den Müll kommt wahrscheinlich, dachte ich, ich könnte vorher noch ein bisschen die Beine abschneiden. Die sind mir nämlich eh zu lang. Und ich will mal wissen, ob man das gut machen kann alleine. Ob das ein bisschen den Stil der Hose verändert, weil so abgeschnittene Hosen ja jetzt so ein bisschen angesagt sind. Ich habe leider überhaupt gar nicht ausgemessen, wie viel ich jetzt hier abschneiden kann. Das heißt, ich werde erstmal drauf losschneiden und dann werde ich die anziehen und gucken, wie viel noch ab kann. Also ich werde wahrscheinlich erstmal nur 5 cm abschneiden. Sorry, falls meine liebe Freundin Johanna das sieht. Die ist nämlich Schneiderin und die wird sowas bestimmt nicht gerne sehen. Dass ich einfach so drauf los meine Hosen abschneide. Schneidet jetzt hier einfach ab, Leute. Es gibt kein Zurück mehr. Aber ich meine, ihr wisst, die Hose ist eh kaputt. Macht das nicht mit heilen Sachen. Also ich meine, ihr könnt das natürlich machen, wenn ihr wagemutig seid. Aber da ich sowieso nur 3 Jeans habe, finde ich das ein bisschen riskant, eine von meinen 3 Jeans abzuschneiden. So, das könnt ihr jetzt als Armband benutzen, wenn ihr möchtet. Oder ihr lasst es einfach. Das ist jetzt so schön abgeschnitten. Jetzt falte ich die so einmal um. Gucke, dass das oben komplett gleich ist. Und dann gucke ich auf der anderen Seite der Hose, wo ich schneiden muss. Ich hätte es jetzt natürlich auch so machen können, dass es hinten länger ist als vorne. Solche Styles sind ja auch cool. Jetzt muss ich das noch angucken und gucken, wie das jetzt aussieht. Das sieht auf jeden Fall schon mal aus, als würde es eher meiner Beinlänge entsprechen. Ich habe nämlich nicht wirklich lange Beine. Seth meint gerade, er möchte jetzt mit mir zum See fahren. Deshalb lassen wir jetzt dieses Projekt und verschieben das auf später.
Das läuft uns ja nicht weg. Ich habe die jetzt mal anprobiert und sie ist jetzt genau richtig lang. Also sie ist jetzt genau so lang, wie eine Hose eigentlich bei mir sein müsste. Aber die ist nicht wirklich Hochwasser. Mal sehen, vielleicht arbeite ich daran später nochmal ein bisschen. Vielleicht franze ich die ein bisschen aus oder so. Die ist jetzt sehr gerade, also sehr glatt geschnitten, wie ihr sehen könnt. Und ich habe übrigens einen neuen Nagellack von Catrice aus dieser braunen Reihe. Ich liebe diese braunen Reihe, ich bin irgendwie Pro-Fan. Und ich habe mir in den Mittelfinger geschnitten, also ich meine den Nagel habe ich mir abgeschnitten beim Zwiebeln schneiden. Yay, awesome, Lena. Hey Leute, wir sind jetzt am See. Vor uns ist ein Haufen Schwäne, also ein Schwarm Schwäne, wie heißt denn das? Eine Flotte, Rudel. Und hier ist echt eine schöne Badestelle. Hier ist der Strand so steinig und hier gibt es ganz flaches Wasser. Schön, ne? Wir sind wieder zurück und es war so kalt am See am Ende. Es war so windig und kalt, einfach nur übelst kalt. Und deshalb haben wir beschlossen, heute Abend Suppe zu essen. Und zum Glück hatten wir noch ein bisschen Sellerie und Möhren und Paprika und Porree. Diese vier Sachen sind da dran. Und jetzt habe ich gerade noch kleine Klößchen gemacht. Das ist so Brandteig-Klößchen und das mache ich quasi immer dann so auf so einen Löffel und setze das da ab. Besteht aus Butter, Eier und Mehl. Und da ist Buchweizenmehl drin gerade. Und eigentlich sollte das auch nicht so flüssig sein. Ich habe da zwei Eier dran und ich glaube, ein Eins hätte auch gereicht. Okay, ja, ich werde das jetzt hier noch zu Ende machen und dann gibt's Suppe. Yippie! Danach fahren wir auch gleich los zu Freunden. Also ich bezweifle, dass ich euch da mitnehmen werde. Das sind nämlich, also die sind eher so privat. Sie sind keine YouTuber und ich glaube, die mögen das nicht so, wenn ich ihnen eine Kamera ins Gesicht halte. Dann war's das wahrscheinlich für heute Abend. Wir sehen uns die Woche bestimmt nochmal. Ciao erstmal.